X. Ach so. Ich bin ja dämlich manchmal. Ich muss mich doch drehen. Das ist doch immer das gleiche. X. So, X und einmal... Na komm, hier, X. So, X. Drehen wir dich hier mal zurück. Dann kann ich nämlich hier wieder drehen. Zack. Zack. Da ist auch wieder nichts. So, dann drücken wir hier nochmal X. Na komm, X. Okay, da sehen wir wieder nix. Drücke ich hier nochmal X. So. Zack. Zack. Einmal hier rüber drehen. Da ist wieder nix. Dann müsste ich noch einmal drehen können. Und dann wären wir ja theoretisch durch. Und wenn ich da wieder nichts gesehen habe, mache ich da jetzt einen fatalen Denkfehler. Ich drehe jeweils in diese Richtung. Das bedeutet, ich drehe eigentlich immer gegen den Uhrzeigersinn. So. Oh Mann. Das bedeutet, ich drehe immer gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, es gibt vier Richtungen und ich müsste eigentlich schon alle Richtungen ausprobiert haben. Es gibt hier also gerade nichts zu sehen. So. Gut, dann gehen wir da einfach wieder raus. Und schauen uns die nächste Tür an. Nämlich, das müsste dann ja die da sein. So. Und da müssten wir ja zu der Insel da hinten kommen. Genau. Zack. Okay, das ist das Teleskop. Da waren wir schon mit allem fertig. Das ist auch schön. Dann können wir hier mal darüber gehen. Und dann drehen wir uns hier mal ein bisschen im Kreis. Ach komm. Nicht schon wieder so Zeitblödsinn. Sieh mal hier, ein Zeitschalter. Zeitschalter kann man aufziehen. Ach echt jetzt. Ah. Fluff. 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 Okay. Also, wir machen diesen ganzen Spaß nochmal. Hopp, hopp, hopp. So, da muss ich ja wahrscheinlich drauf. So, Hammern aufgezogen. Dann gehe ich mal dahin. Dann drehe ich mich mal rum und kletter hier nach oben. So. Zurück komme ich nicht, nein. Also X. X. Hoch, 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 hoch. So, Zeitschalter läuft. Dreh mich hier rum, ich kletter nach ganz oben. So, dreh ich mich hier zurück. Ah. Gut, ich sollte weniger experimentieren, sondern vielmehr einfach mir die Sache mal angucken. So, zack, hier komme ich nach ganz oben.
So, zack. Was passiert, wenn ich so rumdrehe? Was passiert, wenn ich so rumdrehe, so rumdrehe, so rumdrehe? Patsch. Okay, das bringt nichts. Nochmal hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Hier hoch. Dann will ich an den springen. Mich so rumdrehen. Hier will ich komplett hochklettern. Dann will ich hier rüber. So, hier rumdrehen. Hier rumdrehen. Hier rumdrehen, hier rumdrehen. Hier rumdrehen. Okay. Also das wird wirklich wieder ein bisschen ein interessanteres Szenario. Das schaue ich mir, glaube ich, ein bisschen später an. Ich denke, ich mache jetzt mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine tolle Zeit. Bis dahin, auf Wiedersehen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Fez. Und wir sind hier unten. Bei diesem lustigen Türchen. Und ich weiß gerade nicht. Komm, wir gehen da einfach mal durch. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da nicht schon durch sind. Ach doch, warte mal, da hinten war doch dieses Oszilloskop. Und da gab es ja auch wieder irgendwelche Zeitdinger. Ich finde es übrigens total faszinierend, dass wir da drauf zuzoomen und es dann plötzlich auf der anderen Seite ist. So, wir drehen uns hier um, hüpfen darüber. Ich habe dich doch ausgemacht. So. X. X war hier. So, also wir müssen da hochklettern. Denn irgendwie darüber, um da ganz hoch zu kommen. Wobei ich den Pfad noch nicht wirklich sehe. Eigentlich muss ich auf den Baum hier rechts. Dann darüber. Ah, sag mal, wie bescheuert kann man eigentlich sein? So, hier, X. Hochdrehen, hochdrehen. So. Drehen wir mal so rüber, laufen hier hoch, krabbeln darüber. So. Hopp. Ah, Mann. So, X. Zack, 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 zack. Das haben wir ja das letzte Mal schon verbaselt, alles eigentlich. So, wir drehen uns um, dann können wir hier nach ganz oben klettern. Wunderbar. Dann kann ich ja hier eigentlich mal zurückdrehen. Und dann kann ich mich hier hindrehen. Kann darüber. Ah, Mann, Mann, Mann. Wenn man nicht immer gleich weiß, wo man hin muss, dann ist es echt ätzend.
Aber das sind einfach die Ausprobierteile dieses Spiels. Okay, weiter geht's nicht. So, so. Das ist eigentlich doof. Hier geht's ganz hoch. Tack, tack, tack. So, dann geht's hier darüber. Nein! Oh Mann! Ich will doch bloß an diesen einen Ding hüpfen. Wie heißt denn der? An diesen einen Punkt. So, das müsste reichen. Hoch. Rumdrehen. Ah. So, nach ganz oben. Ganz oben, ganz oben. Dann drehen wir uns hier zurück. Oh Mann! Oder mache ich da was falsch? So, nee, wir drehen nochmal um, wir drehen nochmal um und dann hüpfe ich mal dahin. Dann drehe ich mich mal so rum. So rum. Hüpfe viermal nach ganz oben. So, dann springe ich darüber und bin dann tot. X. Hoch, 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 hoch. Habe ich schon erwähnt, dass ich so Zeitgezuppel eigentlich hasse wie die Pest. So, wir drehen uns hier zurück. Hüpfen hier hoch. Hüpfen darüber, können uns hier festhalten. Oh Mann. Warte mal. Nein! Das war aber knapp. Warte mal, fällt der nach ganz unten? Der sackt so ein. Ah nee, der wabert. Okay. Weil es würde ja reichen, bei dem einen da oben zu sein, dann könnte man da ja hochspringen. Warte mal, ich weiß gar nicht, ob das so intelligent ist. Ich bin gerade fast versucht zu sagen. Das ist eigentlich fast eine Täuschung mit diesem Zeitverhalten. Ui. Uah, aber fast. Genau, so in etwa geht es nämlich. Ui, naja gut, fast. Also, ich muss ja erstmal nach oben kommen irgendwie. Dazu drehe ich mich dann hier wieder ein bisschen um. Ah, okay, nochmal. Dann kann ich hier hoch. Kann ich mich hier rumdrehen? Hui. Okay. Das war jetzt auch doof. Dann... Nein! Mann, 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 Mann. Okay. Zack, zack. Genau. Man braucht die bescheuerte Zeitschaltuhr gar nicht. Mann, ich hasse so Zeitgedönse. Und man braucht sie auch nicht. Deswegen ist es eigentlich perfekt. So. Das heißt, hopp.
Und den nächsten Würfel. Yay!